Ab wann gelten Spiele als Glücksspiele? Spiele gelten als Glücksspiele, wenn sie mit Glück zu tun haben, wenn sie mit Glück zu tun haben und wenn sie auf Schätzung basieren, wenn sie auf Schätzung basieren. Dann sind das Glücksspiele, liebe Geschwister. Ihr solltet wissen, wir haben ein paar Sachen, die werden klar als Glücksspiele klassifiziert. Das ist zum Beispiel dieses Backgammon. Diese und ähnliche Spiele sind verboten. Auch Würfelspiele allgemein. Würfelspiele allgemein. Diese Würfelspiele sind nach Ansicht der allermeisten Gelehrten verboten. Und die Überlieferung ist klar. Und das ist die Ansicht von den meisten Gelehrten. Das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der mit Würfeln spielt, so hat er sich Allah und seinem Gesandten widersetzt. Was heißt widersetzt? Er hat was gemacht? Eine Sünde. Und daher ist das zu unterlassen. Alle Spiele, die auf Glück basieren, auch die Kartenspiele unterlässt man, liebe Geschwister. Die Kartenspiele unterlässt man. Schaut mal, Spiele, die mit Intelligenz zu tun haben, die kannst du spielen. Bei Schach sollst du dich davon fernhalten, weil die meisten Gelehrten sehen das als verboten. Die meisten Gelehrten. Es gibt einen Meinungsunterschied, aber die meisten Gelehrten sehen das als verboten. Und Ali ibn Abi Talib, radiallahu an, als er in seiner Zeit an Leuten vorbeikam, die Schach gespielt haben, dann sagte er eine Ayah aus Surat al-Anbiya. Er sagte, und sie haben diese Skulpturen, so diese Tamathil, wie diese Götzen, sie haben sich ihnen zugewandt. Und deswegen sollte man das unterlassen. Das ist ein Meinungsunterschied. Aber man sollte das unterlassen. Diese Figuren sind auch nicht in Ordnung, liebe Geschwister. Na, aber jetzt Intelligenzspiele. Was gibt es jetzt zum Beispiel? Damit wir auch Abu Miesmacher auch zufriedenstellen, weil ihr kennt ja Leute, alles ist verboten. Subhanallah. Wenn Allah etwas verbietet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann ist es verboten. Wenn du zufrieden bist, alhamdulillah. Wenn nicht, such dir eine andere Religion. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja, und jetzt, wenn du, Mensch, ärgere dich nicht spielst, dann gefällt dir die Religion nicht? Ich sage dir, Mensch, ärgere dich nicht, das ist verboten. Das ist verboten. Ganz einfach. Welche Intelligenzspiele gibt es jetzt zum Beispiel? Was könnte man als Intelligenzspiel? Es gibt diese Karten, zum Beispiel Wissensspiele. Okay? Das hat mit Wissen zu tun, will gar keiner mehr. Der will nur noch, na. Kreuzworträtsel oder Sudoku? Mathematik. Mathematik, das ist immer ein guter Ratgeber. Nein. Die Spiele, die mit Intelligenz zu tun haben, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Spielen, die sind überhaupt kein Problem. Oder mit Denken und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, Schach sollte man lieber sein lassen. Wir sagen lieber sein lassen, weil das ist auf der sicheren Seite. Nein. Zählt Puzzle auch zu Denkspielen? Nein, Puzzle ist kein Problem. Puzzle ist kein Problem. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.